es weiter nichts ist, Albert. Da kann ich Sie schnell beruhigen. Da setze ich gleich etwas auf. So. Ich, Franz Wagner, bestätige hiermit Herrn Albert Prinzner die Summe von 45 Millionen Euro zu überweisen, sobald er meine Tochter geheiratet hat. Datum, Unterschrift. Ja, bitteschön. Danke. Herr Wagner, Sie sind ein hochanständiger Mann. Genauso wie Sie, mein lieber Albert. So, und jetzt denken wir an angenehmere Dinge. Jetzt kommt die große Überraschung. Wissen Sie was? Nun? Meine Tochter. Verstecken Sie sich. Ja, wunderbar. Ja, aber nicht hier. Lieber hier draußen im Garten, ja? Sie haben mir noch nichts gesagt? Nein. Sie, mein lieber Albert, werden Ihr Gesicht sehen, wenn Sie die Wahrheit erfahren. Das wird ein Spaß. Ich hole Sie. Kommen Sie, meine Liebe, kommen Sie. Ja, ist er denn da? Ja, er ist ganz in der Nähe. Ich hole ihn gleich, ja. Ja, und erklären Sie ihm dann alles. Ja, und wenn Sie schon dabei sind, wenn Sie alles gesagt haben, dann sagen Sie ihm bitte auch, dass ich mich für den Koffer recht herzlich bedanken lasse, ja? Für welchen Koffer? Ja, er wird das dann schon verstehen, ja. Ja, und wenn Sie schon dabei sind, dann sagen Sie ihm bitte auch, dass ich ihn nicht länger beschäftigen kann, ja? Sie entlassen ihn? Ja, sozusagen. Ja, bin ich schuld? Nein, das Ganze hat mit Ihnen gar nichts zu tun. Ja. Und womit hat es zu tun? Ja, gewisse Probleme in der Kalkulation. Ja, aber das soll er Ihnen dann selber erklären, ja? Also bitte, ich hole ihn, er ist da draußen, ja? Albert, es ist zu weit. Ich lasse euch allein. Ach, mein Schatz. Mein Liebling. Dein Vater ist der netteste Mann auf der Welt. Albert, ich musste etwas beichten. Ich musste auch etwas sagen. Setz dich, komm. Warum erfahre ich das erst heute? Ja, das war vielleicht dumm von mir, aber... Wir werden ihn Raul nennen. Wie? Raul. Wir werden es sehr schön haben. Alle drei. Wir sind jung. Wir sind gesund. Wir haben Geld. Wir sind verliebt. Was wollen wir mehr? Bist du glücklich, Nicole? Ja, Albert. Nur... Hast du den Koffer aufgemacht? Welchen Koffer? Hatte dein Vater noch nichts gesagt? Nein. Dann verrate mich bitte nicht. Er will dich überraschen. Mach dich nicht wissend. Du mein Liebling, du. Albert, vielleicht wirst du mich jetzt nicht mehr mögen, aber... Was? Ich soll dich nicht mehr mögen? Nichts auf der Welt kann mich von dir trennen. Ja, dann will ich dir jetzt etwas sagen. Ich muss dir auch etwas beichten. Lass mich zuerst, bitte. Nein, ich zuerst. Ich habe sicherlich die größte Überraschung auf Lager. Das glaube ich nicht. Hör mal zu. Ich arbeite seit 4 Jahren bei deinem Vater. Albert, ich bin nicht seine Tochter. Du bist aus einer frühen Ehe. Nein, es ist anders. Aha, da war wohl unsere Mama ihrem guten Franz untreu. Albert, du verstehst mich nicht. Herr Wagner ist nicht mein Vater. Das habe ich genau verstanden. Aber warum soll ich dich deshalb nicht mehr mögen? Weiß er das? Was? Dass du nicht seine Tochter bist. Ja, natürlich. Das ist ja ungehörig. Und was hat er gesagt? Danke. Was heißt das? Danke für den Koffer. Ein Spaßvogel. Und zweitens, dass er dich nicht länger beschäftigen kann. Er entlässt mich. Ich befürchte ja. Jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Er sagt, es hat irgendwas mit der Kalkulation zu tun. Einen Augenblick. Was hat er gesagt? Möglichst wörtlich. Albert, hör zu. Damals vor 1,5 Jahren, als du mir erzählt hast, dass du leitender Direktor einer großen Firma bist, da wollte ich nicht eingestehen, dass ich nur eine kleine Sekretärin bin. Du hast nach meinem Namen gefragt. Weil wir gerade vor einer Reklame von Autozubehör standen, habe ich gesagt, ich heiße Wagner. 2 Schritte weiter und ich hätte gesagt, ich heiße
Maggi oder Römerquelle. Also, du bist gar nicht die Tochter von Herrn Wagner. Ja, das sage ich doch die ganze Zeit. Und er will den Kochen behalten. Ich denke ja. So etwas von hinterlistig. Da bin ich schön hereingefahren. Was? Das ist deine ganze Liebe, Albert? Aber Nicole, ich meine doch nicht dich. Oh, lass sie doch. Nicole! Nicole! Nun, Herr Prinzner! Herr Sefi, was Sie angerichtet haben. Zufrieden? Nun, nicht direkt unzufrieden. War Ihnen bekannt, dass Nicole nicht Ihre Tochter ist? Das ist keine sehr intelligente Frage. Ich muss sagen, was Sie da machen, ist ein starkes Stück. Ja, was soll ich da erst sagen? Immerhin. Ja, immerhin stehe ich zu meinem Wort. Ich bin dazu bereit. Sie haben von mir verlangt, dass ich die 34 Millionen an meine Tochter überweise. Ich bin dazu bereit, wenn auch Sie zu Ihrem Wort stehen. Zu welchem? Ja, dass Sie meine Tochter heiraten. Welche? Ja, die echte. Warum? Ja, Sie haben um Ihre Hand angehalten. Ja, aber ohne zu wissen, dass sie ist und nicht Sie. Ja, das ist Ihre Sache. Sie machen also ein Koppelungsgeschäft. Koffer gegen Tochter. Ja, es gibt sogar noch eine kleine Draufgabe dazu. Danke, Sie können das ganze Objekt behalten. Sie vergessen, dass Sie eine Erklärung unterschrieben haben. Na und? Sie sind der Vater des Kindes meines Kindes. Ihre Tochter erwartet also das Kind? Ja, so etwas kann vorkommen. Herr Wagner, was Sie da machen, ist ein starkes Stück. Und warum heiratet Sie nicht denjenigen welchen? Herrn Raoul Senior? Ja, weil er abhanden gekommen ist. Auch so etwas kommt gelegentlich vor. Und deshalb soll ich... Herr Wagner, Sie sind ein Schurke! Ja, genauso wie Sie, mein lieber Albert. Aber... Jetzt, und deshalb hoffe ich, dass wir uns in Zukunft gut verstehen werden. Aber jetzt muss ich Sie mit meiner Tochter bekannt machen. Colette, Marie-Louise! Sie werden sehen, sie ist zauberhaft. Zwar nicht sonderlich intelligent, aber dafür... dafür haben wir Sie Verstand, wir zwei, ja? Du hast gewusst, Papa? Ja, Colette, schau her. Da ist dein zukünftiger Bräutigam, Herr Albert Prinzner. Hast du ihm schon alles erklärt? Ja, ja, und Herr Prinzen hat sehr viel Verständnis gezeigt. Ja, er ist nicht ganz so hübsch wie Oskar, aber besser als gar keiner. Oskar ist derjenige welche. Nein, wirklich schuld an allem ist mein Mann. Also, Marie-Louise, kannst du einmal deinen Mund aufmachen, ohne dass Stumpfsinn dabei herauskommt? Komm, jetzt lassen wir unsere Kinder allein, damit sie sich ein wenig kennenlernen aber können. Aber Franz, ja. Ruhig! Wiedersehen, mein Bub. Also, Sie erwarten ein Kind von Oskar. Und Sie finden es in Ordnung, dass ich der Vater werde. Bitte, da bleibt kein anderer Ausweg, als mit dieser Erpressung einverstanden zu sein. Aber nehmen Sie zur Kenntnis, ein für alle Mal. Denn wir werden nicht oft zusammenkommen. Wir werden genau genommen nie zusammenkommen. Ja? Fein. Wie? Ich will nur heiraten. Mir steht die Familie bis daher. Ich will tun und lassen können, was mir passt. Und dazu wollen Sie heiraten? Sie kennen mich nicht. Ich werde Sie wie eine Gefangene halten. Sind Sie eifersüchtig? Bis zum Verbrechen. Ja? Fein. Wie? Ich will nur heiraten. Und dazu wollen Sie heiraten? Warum? Und wer sagt Ihnen, dass ich nicht an Ihnen zum Verbrecher werde? Ja? Fein. Also, wo Ihr Vater recht hat, hat er recht. Ich brauche wirklich Intelligenz für zwei. Also, wenn ich Sie recht verstehe, wollen Sie einfach nur heiraten. Gleichgültig wen? Hübsch soll es sein. Und da wollen Sie mich. Es gibt noch Ärgere. Sehr liebenswürdig. Bitte, wir haben kein Mädchen mehr. Ich muss aufmachen. Ja, lassen Sie sich nicht stören. Ich habe das ist kein Problem. Papa war sowieso bis gerade eben noch beschäftigt. Das ist Papas Masseur. Ich sage, dass Sie da sind. Ja. Halt! Einen Augenblick. Wie ich unseren Vater kenne, hat er jetzt sowieso kein großes Verlangen nach Massage. Ich hingegen würde gern ein paar Worte mit Ihnen sprechen. Albert Prinzner, Leitender Direktor der Firma Wagner. Schöner. Fried schöner. Sehr angenehm. Sie sind sicherlich mehrfacher Meister von irgendetwas. Großer Preis von Wiener Neustadt. Toll. Leichtathletik. Rennkampf. Ah nein, Schönheitskonkurrent.
Das sind wohl alle Frauen ganz wild auf Sie. Ach Gott, ja. Und Sie sind rasend eifersüchtig, stimmt's? Ja, eifersüchtig, das ja. Sie können um einer Frau willen aus Eifersucht zum Verbrecher werden, habe ich Sie raten? Ja, ja, warum nicht? Es gibt Frauen, die schwärmen für so etwas. Ach, wie ich das Wesen beneide, das an Ihrer Seite leben darf. Aber jetzt habe ich noch ein kurzes Gespräch mit Herrn Wagner. Wenn Sie so lange in der Nähe warten, Sie können dann bestimmt ein Kundenassistent. Ich habe noch nie einen so hübschen Mann gesehen. Ja, er ist nicht schlecht. Und so etwas von intelligent. Ja, das ja. Wenn ich als Frau zwischen ihm und mir zu wählen hätte, ich würde keine Sekunde zögern. Ich auch nicht. Warum heiratet Sie mich und nicht ihn? Mich fragt ja niemand. Ja, packen Sie die Gelegenheit beim Schopf. Sagen Sie Ihrem Vater, dass Ihnen der Masseur lieber wäre als ich. Sagen Sie ihm das. Mit dem größten Vergnügen. Herr Wagner! Alarmstufe 3. Höchste Geistesgegenwart. Nun, habt ihr euch geeinigt? Herr Wagner. Ich bin in die tiefsten Tiefen Ihres Fräulein-Tochter eingedrungen. Meine herzlichste Gratulation. Und bei dieser Gelegenheit habe ich entdeckt, dass Sie im Begriff waren, ein Verbrechen zu begehen. Donnerwetter! Colette, ich darf Sie doch Colette nennen. Sie dürfen alles. Colette ist namenlos verliebt. Ja, stimmt das? Ja, Papa. In den, umso besser, ja. Aber nicht in mich. In den Chauffeur? Nein, in den Masseur. In wen? In Ihren Masseur. In wen? In Herrn Fred Schöner. Was, in diesen Vollidioten? Er ist ja nebenan. Und da Colette vor der Notwendigkeit steht zu heiraten, tut nicht der Typ. Nicht wahr? Nein. Ja, da muss ich ja umdisponieren. Ja, mir wären Sie ja lieber gewesen, aber wenn Colette Herrn Fred Schöner unbedingt vorzieht, dann soll es mir recht sein. Ja, Albert, arrangieren Sie das Ganze, ja? Nein, dazu ist eigentlich der Vater da. Ja, Sie haben ja recht, aber es macht mir wirklich wenig Spaß. Bedauere, ich will Sie jetzt nicht länger stören. Und bevor ich gehe, hätte ich gern ein gewisses Dokument von Ihnen zurückbekommen. Ah, Moment, Moment. Und was ist, wenn es mit Fred nicht klappt? Was ist dann? Kommen Sie Nachmittag wieder, dann werden wir sehen. Und dann werden wir das Finanzielle regeln, bevor wir dann endgültig Abschied nehmen, ja? Dann muss ich Sie noch über einige Exportprobleme informieren. Außer mir weiß ja niemand, wie die Dinge stehen. Ja, wie stehen denn die Dinge? Ungünstig. Kompliziert und ungünstig. Man muss unbedingt einen Weg finden, um da mit einem blauen Auge durchzukommen. Oh, mein lieber Albert, Sie kennen mich doch. Ich bin ein Hitzkopf und mein's nur halb so böse. Außerdem gehören Sie ja vorläufig meinem Unternehmen noch an. Sie werden mir also diesen Weg mit dem blauen Auge nicht vorenthalten. Ja? Vor allem müssen einige Deklarationen und Gesuche unterzeichnet werden. Ja, nehmen Sie die Nachmittag mit, ja? Ich habe sie bei mir, die allerwichtigsten. Wenn Sie wollen, können Sie sie gleich unterschreiben. Ja, dann erledigen wir das gleich hier und jetzt, ja. So, hier, Unterschrift. 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 Noch viele? Noch zwei. Hier müssen Sie schreiben. Datum. Datum. Einverstanden. Einverstanden. Unterschrift. 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 Wagner. So. Die bringe ich jetzt sofort ins Ministerium über. Ja, danke. Und Nachmittag kommen Sie wieder und erklären mir alles, ja? Alles. Auf Wiedersehen, Franz. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen und meine aufrichtigen Glückwünsche. Wirklich schade, dass du ihn nicht heiratest. Er ist trotz allem ein toller Bursche. Mir ist der andere lieber. Ah ja, der. Ach, den muss ich ja noch von seinem Glück informieren. Warte du so lange in deinem Zimmer, ja? Tag, mein Lieber. Kommen Sie doch herein. Kommen Sie, mein Lieber. Ja, wie geht's? Ach, danke, gut. Verzeihen Sie, dass ich zu spät komme, Herr Wagner. Aber mach doch nichts, mein Lieber. Mach doch nichts. Ja, wie geht's Ihnen? Danke, danke. Und die Bauchmuskeln? Haben Sie jeden Tag gearbeitet? Nein, nicht so, wie ich sollte. Ach, Sie waren schlimm.